viele Radfahrer in der Region lange gewartet. Bei Laufen schließt sich eine Lücke im vielbefahrenen Neckartal-Radweg. Ein 3,5 Kilometer langes Teilstück durch das Zementwerk und am Fluss entlang bis auf Thalheimer Gemarkung ist am Freitag offiziell eingeweiht worden. Damit ist für Pendler und Freizeitradler die Zeit der mühsamen Anstiege und Umwege vorbei. Und jetzt, wie würden Sie es einschätzen, ist für die Radler die beste Lösung am Neckar gefunden bei Laufen? Es ist ja unverzichtbar gewesen. Zum einen sind es die touristischen Fragen, das ist unsere touristische Lebensader. Letztendlich, die meisten Menschen kommen mit dem Rad nach Laufen, zu Wein, zu Hölderlin, zur Stadt. Es ist zum zweiten die Buga 19, die uns motiviert hat, und es ist zum dritten das Hölderlin-Jahr 2020. Aber gerade für die Freizeitradler und auch für die Berufspendler, die nicht auf der B27 stehen wollen, sondern schnell ins Geschäft kommen wollen, war dieser Radweg unverzichtbar. Er ist für die Berufspendler und Freizeitradler die optimale Lösung. Er ist für den touristischen Bereich suboptimal. Deswegen waren wir ja links unterwegs, weil er auf dem schnellsten Weg durch die Stadt und nicht in die Stadt, in unser Herz zwischen Rathausburg und Regiswindeskirche auf den Kiesplatz führt. Sie haben es gerade selber gesagt, es gibt zwei Aspekte. Auf der einen Seite die Freizeitradler, dann die Berufspendler. Welche Rolle spielt denn die Berufspendelei hier auf dem Radweg und wird es in Zukunft möglicherweise eine größere spielen? Ich bin hauptsächlich von den Berufspendlern angesprochen worden, dass eine Möglichkeit einfach geschaffen werden muss. Und es sind natürlich hauptsächlich im Sommer, aber es sind viele, die der Staus überdrüssig sind und auch die Bewegung schätzen, die sie auf diesem Weg mitnehmen. Ich denke, dass dieser Berufspendleranteil ganz wesentlich steigen wird durch diesen hervorragenden, nach den Qualitätskriterien des Radnetzes ausgebauten Weg.